Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich zuerst bei Frau Dr. Corinne Flick sehr herzlich bedanken dafür, dass sie diese Veranstaltung mit ihrer Vision ermöglicht hat. Ihre Vision, unterschiedliche Experten unterschiedlicher Lebensbereiche zusammenzubringen und zusammen reden zu lassen und daraus einen Erkenntnisgewinn zu erreichen. In meinem täglichen Alltag sind wir zu oft mit engen Kategorien und Disziplinen konfrontiert. Und deshalb genieße ich, schätze ich und freue ich mich über jede Gelegenheit, interdisziplinär zu denken. Und ich danke dir, liebe Corinne, für diese Gelegenheit. Meine Damen und Herren, Wissen ist Macht, schrieb Thomas Hobbes und nicht Francis Bacon, im Übrigen vor fast einem halben Jahrtausend. Wenn aber Wissen eine Quelle von Macht ist, dann ist die Frage, wem denn Wissen gehört, nicht nur von eminenter Bedeutung, sondern auch von beträchtlicher gesellschaftlicher Sprengkraft. Umso mehr in einer digitalen Welt, in der Wissen technisch gesehen nicht nur einfach speicherbar und leicht weltweit abfragbar ist, sondern auch, so lesen wir immer wieder, in einem Umfang produziert wird, wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Alle Handvoll an Jahren soll sich das Wissen der Welt angeblich verdoppeln. Gleichzeitig müssen wir auch verstehen, dass Wissen sich nicht so leicht besitzen lässt wie ein Stuhl, ein Tisch, ein Haus. Es ist flüchtig, es ist kontextbezogen, ganz besonders so in digitalen Zeiten. Und wenn wir fragen, wem gehört das Wissen der Welt, so meinen wir, wer kann über Wissen verfügen, kann darauf zugreifen und anderen den Zugriff untersagen. Der amerikanische Politikwissenschaftler Joseph Nye hat die Macht über Wissen daher dem zugeschrieben, der den Zugriff darauf kontrolliert. Aber wer ist das? Wer kontrolliert das Wissen der Welt? Wer hat darauf in unseren digitalen Zeiten Zugriff? Wer kann es nutzen? Das sind wichtige, das sind schwierige Fragen, auf die es, ich muss es als Wissenschaftler eingestehen, keine einfachen Antworten gibt, die er geben kann. Dafür ist die Fragestellung zu komplex und zu vielschichtig. Aber gleichzeitig können wir uns diesen Fragen auch ganz pragmatisch nähern, indem wir einzelne Teilbereiche unserer globalen Wissensgesellschaft näher untersuchen und herausarbeiten, wem dort welche Rolle zukommt. Das möchte ich im Folgenden, wenn Sie es mir erlauben, versuchen. Mit Hilfe, Corinne hat es erwähnt, von 10 Karten, die wir gemeinsam mit der Konvoko-Stiftung am Oxford Internet Institute angefertigt haben. 10 Karten, das sind 10 Schnappschüsse. 10 Momentaufnahmen der globalen Wissensgesellschaft. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie gliedern sich in 3 Gruppen. Die erste Gruppe beschäftigt sich mit den Voraussetzungen des Zugangs zu Wissen, der Fähigkeit zu lesen und zu schreiben und der Anbindung an digitale Netze. Die zweite Gruppe visualisiert 2 traditionell wichtige Wissensinstitutionen, Massenmedien und wissenschaftliche Publikationen. Manche haben in jüngerer Zeit argumentiert, dass diese traditionellen Wissensinstitutionen vor allem aufgrund ihrer kommerziellen Orientierung Wissen und damit Macht bewusst in wenigen Händen bündeln. Demgegenüber sei durch neue Werkzeuge am Internet eine gemeinschaftliche Produktion, Stichwort Wikipedia, möglich geworden, die nicht nur den Zugang zu Wissen, sondern auch das Beitragen von Wissen demokratisieren. Wir haben in einer dritten Gruppe auch das
untersucht. Also, erste Gruppe, 10 Bilder. Alphabetisierung. Sie sehen hier eine Karte der Alphabetisierungsraten der Welt. Sehen Sie von hinten meinen Zeiger, meinen grünen Punkt? Was Sie auf dieser Karte erkennen, ist, die Länder sind eingefärbt, je dunkler die Farbe ist, desto höher ist die Alphabetisierungsgrad in einem Land. Was Sie hier sehen auf dieser Karte, ist wenig überraschend zuerst. Wenig überraschend, dass Afrika und Südasien besonders hell eingefärbt sind, also geringe Alphabetisierungsraten haben. Überraschend vielleicht ist auch, wie hoch die Alphabetisierungsrate in Lateinamerika ist. Jahrzehnte an konsequenter Bildungspolitik, konsequenter Elementarbildung zahlen sich hier aus, ebenso wie in Südostasien. Im Vergleich dazu hochproblematisch der Nahe Osten, die arabischen Staaten. In diesen Ländern ist auch noch ein zweites Problem schwerwiegend, und das sehen Sie, wenn Sie die Alphabetisierungsraten aufschlüsseln nach Geschlecht. In den arabischen Ländern, in den islamischen Ländern haben Sie überdurchschnittlich geringe Alphabetisierungsraten der Frauen. Alphabetisierung ist also der erste Grundsatz, die erste Voraussetzung, auf Wissen zugreifen zu können. Wenn wir in digitalen Zeiten vom digitalen Zugriff reden, dann ist die nächste Herausforderung und auch Voraussetzung dazu der Zugang zum Internet. Das heißt, wir haben hier eine Weltkarte, die Ihnen zeigt, wie einfach es den Menschen in einem bestimmten Land ist, auf das Internet zugreifen zu können. Sie sehen hier in Form einer Art Weltkarte einzelne Länder visualisiert. Die Größe eines Blocks gibt an, wie viel in absoluten Zahlen Sie an Internetnutzern in diesem Land haben. Was Sie hier sofort sehen, ist, dass es sehr viele Internetnutzer in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt. Aber sehen Sie einmal hier. Es gibt mehr Internetnutzer heute in China als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sehen auch, dass Deutschland, Japan, Südkorea, Frankreich relativ groß vertreten sind. Betrachten Sie bitte auch im Vergleich dazu Südasien, Indien, über 1 Milliarde an Menschen, und eine geringere Internetpenetranz, eine geringere Internetdurchsetzung als in Deutschland. Was hier auf der Karte auch sofort auffällt, ist, dass Lateinamerika vorhanden ist, aber dass Afrika praktisch fehlt. Und nun gibt es die zweite Dimension, die wir hier visualisiert haben, das ist die Farbe. Die Farbe gibt an, wie viel an Prozent der Bevölkerung Zugang zum Internet haben. Das heißt, eine dunkle Farbe gibt an, dass ein hoher Prozentsatz an Menschen in diesem Land Zugang zum Internet hat. Wenig überraschend sind die Vereinigten Staaten dunkel gefärbt, dunkelrot, aber auch Frankreich oder Deutschland oder das Vereinigte Königreich. Hier gibt es einen hohen Prozentsatz an Menschen, die bereits am Internet mitpartizipieren. Sehen Sie sich China an, hier ist es noch relativ leicht eingefärbt. Das bedeutet auch, dass China einen hohen Nachholbedarf noch hat. In 5 Jahren sieht diese Karte anders aus, da ist China doppelt so groß. Und damit größer als die Vereinigten Staaten und Europa gemeinsam. In 10, in 15 Jahren haben vielleicht Indien mehr Internetnutzer als die Vereinigten Staaten und Europa gemeinsam. Hier sehen Sie noch die Dominanz der Menge des transatlantischen Bündnisses. Aber diese Dominanz ist demografisch gesehen, was den Internetzugang betrifft, wohl nicht von Dauer. Das sind die Voraussetzungen zum Zugang
zum Wissen der Welt oder zwei Voraussetzungen der vielen. Wir haben dann, ich habe es schon erwähnt, in einer zweiten Gruppe Wissensinstitutionen untersucht. Die erste sind die Massenmedien. Und wir haben dargestellt, wie viel Zeitungen, Tageszeitungen in den einzelnen Ländern der Welt gelesen werden. Erneut zeigt die Dunkelheit eines Landes, das dunkle Blau, dass hier eine hohe Anzahl an gedruckten Tageszeitungen je 1000 Einwohner vorhanden ist. Wenig überraschend, dass Europa dunkel eingefärbt ist. Aber für mich überraschend war, wie dunkel die Vereinigten Staaten und Kanada sind. Wir werfen den Amerikanern oft gerne vor, sie würden nicht mehr sich über die Ereignisse der Tagespolitik informieren. In den Auflagenzahlen der Tageszeitungen jedenfalls lässt sich das nicht erkennen. Interessant ist auch, dass wir in Europa ein besonders starkes Nord-Süd-Gefälle haben. Die Skandinavier lesen fleißig, die Italiener, die Spanier weniger fleißig. Was Sie hier auch sehen, ist, Afrika ist nahezu ein weißer Fleck. A, weil wir kaum Daten haben und B, dort, wo wir Daten haben, diese Daten auf einen sehr geringen Lesekonsum, sehr geringen Auflagezahlen hinweisen. Aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf China lenken. In China werden viel Tageszeitungen gedruckt. Es wird viel gelesen. Das ist aufgrund des Alphabetisierungsgrades verständlich, nachvollziehbar. Aber der Alphabetisierungsgrad alleine kann das nicht erklären. Denn wir hatten einen hohen Alphabetisierungsgrad in Lateinamerika. Und sehen Sie, wie wenig Tageszeitungen in Lateinamerika gelesen werden? Mit Ausnahme von Chile und ein wenig den Ländern an der nördlichen Pazifikküste und Karibikküste wird in den alphabetisierten Ländern Lateinamerikas wenig gelesen. Hier gibt es also offenbar keine Tageszeitungskultur. Die roten Punkte zeigen Ihnen die Auflage der großen, der 10 größten Tageszeitungen der Welt. Und hier sehen Sie auch ganz stark eine Dominanz der Japaner. Hier gibt es die auflagenstärksten Tageszeitungen und die Japaner lesen stark. Also hier eine Wissensinstitution, die Tageszeitungen. Die zweite Wissensinstitution, die wir untersucht haben, ist die Akademie. Das sind die Universitäten. Und die Universitäten lassen sich selten in die Karten blicken. Sie erzählen ihnen immer, dass sie hervorragende, qualitativ hochwertige Leistungen erbringen. Freilich ist es schwierig, diese Leistungen zu messen. Das ist auch uns schwer gefallen. Was wir Ihnen heute präsentieren können, ist keine Messlatte der Leistungen der Akademien an sich, sondern bloß ein Schnappschuss eines Aspekts der Leistungen der Akademien. Wir haben 10.000 der besten wissenschaftlichen Journale, naturwissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Journale untersucht. 10.000. Jedes einzelne davon und nachgesehen, wie qualitativ hochwertig ist dieses Journal. Das geht über die sogenannten Impact-Punkte relativ einfach. Und dann in welchen Ländern erscheint dieses wissenschaftliche Journal. Das heißt, ich zeige Ihnen jetzt erstmals eine Karte der wissenschaftlichen Journale der Welt. Und Sie sehen auch hier, wie eine Welt sich verändert. Es dominieren die Vereinigten Staaten von Amerika. Das Größte des Feldes gibt an, wie viel Zeitschriften, wissenschaftliche Zeitschriften in diesem Land veröffentlicht werden. Aber dicht gefolgt sind die Vereinigten Staaten vom Vereinigten Königreich, von Großbritannien. Und dann kommen danach die Niederlande. Relativ gut die Schweiz und Deutschland. Das ist Afrika, das ist gesamt Lateinamerika und das ist gesamt Asien. Und das ist der Transatlantik.
Ein riesiger Footprint des Transatlantiks von Nordamerika und Europa in den wissenschaftlichen Zeitschriften und nach deren Herausgeberorten. Quantitativ gewinnen wir auch qualitativ. Auch das haben wir versucht zu messen, indem wir die durchschnittlichen Impact-Faktoren je Land heruntergerechnet haben. Je dünkler ein Feld eingefärbt ist, desto höher ist der Impact-Faktor, desto höher die durchschnittliche Qualität der wissenschaftlichen Journale dieses Landes. Und Sie sehen etwas Interessantes, die durchschnittliche Qualität in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden ist sehr hoch. Die schaffen es, Quantität mit Qualität zu verbinden. Auf der anderen Seite, alles, was Sie in Asien haben, dort ist die Quantität nicht in der Qualität reflektiert. Die produzieren, aber sie produzieren noch relativ schlecht. Ebenso in Lateinamerika, Afrika ist zu vergessen. Das Interessanteste für mich, das Spannendste allerdings war das. Das Land mit der höchsten Qualität wissenschaftlicher Journale im Schnitt ist Dänemark. Das wusste ich nicht. Und das hängt damit zusammen, dass die Dänen eine Wissenschaftsveröffentlichungspolitik betreiben, die ausschließlich oder nahezu ausschließlich auf Qualität gerichtet ist, nicht auf Quantität. Die Früchte können Sie in der Tat ernten. Jetzt werden Sie sagen, das ist alles interessant und spannend, aber das zeigt ja nur einen Aspekt wissenschaftlicher Publikation und der ist nur noch dazu bedingt von der Sprache. Da haben Sie durchaus recht und deswegen haben wir versucht, die Sprache auch zu untersuchen. Und Sie sehen hier das gleiche Datenmaterial nach Sprache organisiert. Das sind die englischsprachigen Zeitschriften, wissenschaftlichen Zeitschriften der Welt. Und das sind alle anderen Sprachen. Englisch dominiert absolut die Wissenschaften. Sie sehen, dass die zweitgrößte Sprachgruppe Spanisch ist, gefolgt von Deutsch. Französisch, die große Sprache, spielt nur mehr eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Aber im Übrigen, die Dunkelheit der Felder gibt dann noch einmal die Qualität an. Aber das Spannende an dem ist Deutschland. Sie sehen hier das Feld einer deutschsprachigen Zeitschriften in Deutschland und hier das Feld englischsprachiger Zeitschriften, die in Deutschland erscheinen. Warum geht es Deutschland so gut wissenschaftlich? Weil sie ihre Zeitschriften auf Englisch publizieren und sich damit in vielen Bereichen einem internationalen, ja globalen Wettbewerb aussetzen. Immer wieder wird behauptet, dass es nicht nur in der Wissenschaft, aber auch in der Wissenschaft zu Konzentrationserscheinungen kommt. Dass also wenige Institutionen, Intermediäre über sehr viel Macht verfügen. Die Verlage. Auch das haben wir versucht zu untersuchen und dieses Datenmaterial nach Verlagen geordnet. Und Sie sehen hier, die rot angezeigten Felder sind die Zeitschriften den Verlagen zugeordnet. Je größer ein Feld, desto mehr Zeitschriften hat ein Verlag. Die roten Felder sind Zeitschriften im natur- und geisteswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Bereich. Das sind nur die Naturwissenschaften, das sind nur die Gesellschaftswissenschaften. Was Sie hier sehen, ist relativ beeindruckend. Allgemeine wissenschaftliche Verlage, die in beiden Kategorien tätig sind, wie Elsevier, wie Springer, haben sehr viel Macht und sehr viel Einfluss. Aber nur im naturwissenschaftlichen Bereich oder nur im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich finden wir eine unglaubliche Vielfalt und Heterogenität an Verlagen und Intermediären. Wir müssen uns also vielleicht gar nicht so viele, so zentrale Gedanken in diesen Bereichen machen über die Konzentration und Konzentrationsbewegungen als vielleicht hier. Nun wird immer gesagt oder oft gesagt, dass das die traditionellen Wissenschaftsinstitutionen sind. Die Akademie oder auch die Massenmedien. Und dass das Internet das alles verändern würde.
und insbesondere das Internet dies verändern könnte, weil jeder Empfänger an Informationen im Internet auch gleichzeitig ein Sender ist. Weil also dieses Grundprinzip von Rezipient hier, Sender dort und der Rezipient kann nie zurücksprechen, kann immer nur empfangen, aufgebrochen wird. Jeder ist Sender und jeder kann aber gleichzeitig auch empfangen. Und weil wir heute am Internet die Werkzeuge zur Verfügung haben für eine, wie es so im Fachjargon heißt, gemeinschaftliche Produktion. Also eine Produktion, an der viele gleich teilhaben können. Es geht hier also nicht nur um die Abfrage von Wissen, sondern auch um die Schaffung von Wissen. Ich darf Ihnen hier drei Beispiele geben, die wir untersucht haben. Das erste von dem, das kennen Sie oder haben Sie jedenfalls, glaube ich, schon gehört. Es handelt sich um Wikipedia, die Online-Enzyklopädie, das Online-Lexikon. Dieses Online-Lexikon ist groß. Wenn Sie es vergleichen wollen mit den bekannten Lexikas, Enzyklopädie Britannica, Brockhaus oder Microsoft Encarta, im Sinne eines Umfangs, Millionen von Wörtern, dann sehen Sie, dass die deutsche Wikipedia um ein Vielfaches größer und umfangreicher ist als der altbekannte Brockhaus. Dann werden Sie sagen, das ist aber beeindruckend, wie groß ist denn das wirklich? Nun, im englischen Wikipedia gibt es 3,7 Millionen Einträge. Aber das Spannende an diesen Einträgen ist, dass diese Einträge von allen verändert werden können, jedenfalls theoretisch. Und ein durchschnittlicher Eintrag auf Wikipedia ist 19 Mal bereits verändert worden. Also hat viel an Veränderungen, an Editierungen, an Zusätzen durchlaufen. Wie viele Leute machen denn da mit? 15 Millionen sind registriert, im letzten Monat haben 143.000 Menschen aktiv an Wikipedia mitgeschrieben. Das ist sicher von der Zahl her beeindruckend, aber Sie werden zu Recht sagen, aber das kann ja keine gute Qualität liefern. Das bedeutet ja, dass jeder Idiot hier am Wikipedia-Eintrag mitschreiben kann. Das stimmt aber nur theoretisch. Praktisch haben sich Hierarchien herausgearbeitet an Editoren und Supereditoren und Super-Super-Editoren, die jede Änderung, die jede Veränderung des eines Eintrages kontrollieren, bevor er festgemacht wird. Und wir haben auch, Kollegen von mir haben auch gemessen, wie lange es im Schnitt dauert, bis ein Fehler in einem Eintrag, den jemand hineineditiert hat, wieder herauseditiert wird. In der Enzyklopädie Britannica dauert diese Zeitdauer etwa 10 Jahre. Nämlich bis zur nächsten Auflage. Bei Wikipedia haben wir das mit etwa 6.500 Einträgen geprüft und die durchschnittliche Zeitdauer war 2 Minuten. Das heißt, das ist ein interessantes neues Werkzeug, wo viele mitarbeiten. Und das auch viele abfragen. Wikipedia war gestern die 7. meist aufgerufenste Seite des Internets weltweit. 16% der Internet-User haben gestern Wikipedia aufgerufen. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist das Wissen, das in Wikipedia eingespeichert ist, verteilt? Und das haben wir untersucht anhand von Wikipedia-Einträgen, die Geografien zugeordnet werden konnten, die in Ländern zugeordnet werden konnten. Und hier sehen Sie, dass Sie in Wikipedia außerordentlich viel über die Vereinigten Staaten finden. Also noch einmal, die Größe der Felder zeigt dann die Anzahl der Einträge an. Also in 1000. Das heißt, die Vereinigten Staaten und Kanada gemeinsam haben etwa 350.000 Einträge. Aber ganz spannend ist, dass dieses große Feld hier Europa signifiziert. Die Europäer sind unglaublich aktiv im Erstellen von Wikipedia. Und sehen Sie sich an, wo Afrika ist. Das ist Afrika. Das ist Lateinamerika. Das ist Asien. Und Sie sehen an der Farbe oder erkennen an der Farbe auch, wie viele Einträge pro Einwohner, pro Million Einwohner in Wikipedia eingespeichert wurde. Und da sehen Sie, dass die
Europäer unglaublich fleißig sind, pro Einwohner heruntergerechnet. Deutlich fleißiger als die Vereinigten Staaten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass unser Footprint an Wissen, das die Welt abfragt, der europäische Footprint, unglaublich groß ist. Allerdings mit geringem Raum für Wachstum. Weil bei uns schon viele an Wikipedia mitschreiben, während in China oder Indien das noch kaum der Fall ist. Wir haben zweitens untersucht, welches Geschichtsbild wir über Wikipedia erfahren. Das heißt, wir haben angeschaut, alle Biografien, die Sie in Wikipedia finden, und zugeordnet, wo diese Person, die beschrieben worden ist, gelebt hat über die Jahrhunderte. Und Sie sehen hier ein Bild einer Geschichte, wie sie in Wikipedia sich darstellt. Die Punkte, die roten Punkte, geben immer einen Eintrag an. Und Sie sehen, dass die Geschichte der Welt, über die in Wikipedia erzählt wird, eine europäische Geschichte der Welt ist. Eine zutiefst europäische Geschichte der Welt ist. Nun werden Sie sagen, ja, das ist Wikipedia, das ist speziell, das ist eine Ausnahme. Wir haben ein zweites, auf Bitten von Corinne, eine zweite Plattform von gemeinschaftlich organisiertem Wissen auch angesehen. Diesmal ging es um Bilder, um Fotos. Wir haben Flickr angesehen. Flickr ist eine Plattform, auf der Menschen ihre Fotos hochladen können. Derzeit haben sie auf Flickr 5 Milliarden Fotos hochgeladen. Okay. So sieht Flickr aus. Viele Kameras, vor allem viele von diesen Dingen hier, von den Smartphones, wenn Sie mit dem ein Foto machen, wird automatisch auch die geografische Position in Längengrad und Breitengrad mitgespeichert. Wenn Sie das hochladen auf Flickr, wird diese Information mit übertragen. Die kann abgefragt werden. Ein Kollege hat das einmal versucht, und ich zeige Ihnen jetzt eine Karte. Das ist eine Karte von London, und jeder Punkt, den Sie sehen, zeigt ein Foto, das in London an dieser Stelle angefertigt wurde und auf Flickr hochgeladen wurde. Und desto heller der Punkt ist, desto röter, aggressiver der Punkt ist, desto heißer der Punkt ist, desto mehr Fotos wurden hier hochgeladen. Was Sie sehen können, ist sehr eindeutig. Sie können die besten Touristenplätze finden, an denen Sie Fotos hochladen können. Aber wir können das für die Welt rechnen, das, was Sie hier nur für London sehen. Und das haben wir Ihnen gezeigt, können wir Ihnen zeigen. Wir schalten also jetzt das Licht über die Welt aus, und ich zeige Ihnen Lichtpunkte, die repräsentieren Fotos, die jemand dort gemacht hat und auf Flickr hochgeladen hat. Das ist die Welt, so wie sie in Flickr aussieht. Und Sie sehen erneut die gesamten Vereinigten Staaten, Europa ist mehrfach, vielfach abgebildet und steht auf Flickr zur Verfügung. Im Übrigen auch so Plätze wie Thailand zum Beispiel, Koh Samui und so, da haben sie viele Fotos, weil da kommen ja die europäischen Touristen hin und fotografieren das. Aber was Sie hier sehen auch ist, in den bevölkerungsreichsten Plätzen, zum Beispiel hier in Westafrika, den großen Metropolen Westafrikas, mit vielen Millionen an Menschen, gibt es kaum Fotos. Das heißt, diese Karte, die gemeinschaftlich erstellte Karte von Fotos der Welt, so wie wir die Welt wahrnehmen, hat viele schwarze Flecken. Und das hat niemand gezahlt, und da gibt es keine große Strategie dahinter, sondern das ist möglicherweise kulturell verortet. Und wir haben einen letzten Schnappschuss zu bieten, und der war bezogen auf Google. Sie kennen vielleicht Google Maps, das sind Karten, digitale Karten am Internet. Ich zeige Ihnen so eine Karte von Salzburg, das ist eine aktuelle Karte von Salzburg, basierend auf einem Satellitenbild. Und was nun Google erlaubt hat, ist, dass Nutzerinnen und Nutzer, so wie Sie, Informationen zu diesen Karten hinzufügen. Zum Beispiel Fotos oder Wikipedia-Einträge, Verlinkungen zu einem Wikipedia-Eintrag. Das kann jeder hinzufügen. Hunderttausende von Menschen, Millionen von Menschen haben davon Gebrauch gemacht. Wie sieht diese Verteilung aus?
Auch das haben wir uns angesehen. Und hier sehen Sie erneut Europa und Nordamerika besonders stark. Hier sind die Vereinigten Staaten stärker verortet, aber auch in der Farbe dünkler, das heißt, dass bereits besonders viele Menschen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. In Europa sind es noch nicht so viele. Hier haben wir noch Aufholbedarf, noch Möglichkeit zu wachsen. Die anderen, im Übrigen so Lateinamerika, Afrika, sehen Sie sich das Afrika an. Aus Afrika gibt es außer Südafrika gar nichts. In Wahrheit ist es so schlimm, dass Grönland besser vertreten ist als ganz Afrika. Ich darf Ihnen nach diesen 10 Bildern ein wenig eine Zusammenfassung aus meiner Sicht bieten. Es gibt ganz klar Fortschritte zu sehen bei den notwendigen Voraussetzungen, an Wissensflüsse abzufragen und an Wissensflüssen beizutragen, als Rezipient und als Autor mitzumachen. Alphabetismus und Internetpenetration mit Ausnahme von Afrika sind sehr gut oder relativ gut, allerdings auch mit einigen erschreckenden Lücken versehen. Denken Sie an den islamischen Raum, denken Sie auch an den Alphabetismus oder Analphabetismus in Südostasien. Zweite Botschaft, Europa ist besser als sein Ruf. Asien ist schlechter. Warum? Manche behaupten, es wären monopolistische Informationsanbieter oder auch Rechte an geistigem Eigentum, die diese Konzentrationen auf den Informationsmärkten verursachen. Das mag vielleicht sein, aber dagegen spricht, dass wir gerade auch bei der gemeinschaftlichen Produktion, beim gemeinschaftlich erzeugten Wissen, Wikipedia etc., eine transatlantische, ja eine europäische Dominanz finden. Vermutlich ist diese Dominanz jedenfalls teilweise kulturell bedingt und kulturell verankert. Als eine Wissenskultur, als Kultur des Wissens, die in Europa seit Jahrzehnten, ja Jahrhunderten praktiziert und tradiert wird und mühelos den Schritt vom Analogen in das digitale Zeitalter, von Papier und Buch zu Computern und Internet hinter sich gebracht hat. Liebe Corinne, erlaube mir, dass ich eine ganz kurze Anekdote erzähle und vom Manuskript abweiche. Ich habe 10 Jahre in Harvard verbracht und als ich dort hingekommen bin, hat man mir den Campus gezeigt und auch ein Haus, ein großes Haus, in dem vor 105 Jahren der damalige Präsident von Harvard Büsten, Bilder, Statuen deutscher Kulturgüter nachbauen hat lassen. Replikas hat erzeugen lassen und dort aufgehängt hat und alle Studenten gezwungen hat, dort einmal durchzugehen, weil er ihnen ein Bildungserlebnis bereiten wollte und seine Hoffnung, 1905, die er zum Ausdruck gebracht hat, als er es eröffnet hat, war, dass einmal die Harvard-Universität so gut ist wie eine gute deutsche Universität. Wir haben also eine Wissenskultur in Europa über Jahrhunderte praktiziert und diese hat sich in einzelnen Bereichen, die wir hier gemessen haben, will nicht verallgemeinern, gut in die digitale Zeit hinüberretten können. Und weil durch diese Wissenskultur wir Europäer nicht nur die Wissensinstitutionen kulturell verankert haben, sondern auch, und jetzt wird es spannend, die Deutungshoheit über die Messlatten von Wissen und ihrer Verbreitung innehaben, geht es uns gut. Denn wir beherrschen nicht nur die Wissensinstitutionen, sondern wir beherrschen auch den Maßstab, die Messlatte, die misst, wie gut die Wissensinstitutionen sind. Auch auf dieser Metaebene ist also, und damit komme ich zum Ende, da hatte nämlich Thomas Hobbes schon recht, Teilhabe an Wissen einmal mehr eben Macht. Vielen Dank.